Ach, da ist er. Namer. Hallo. Merhaba, merhaba. Nasıl gidiyor? Martin ve Martin. Çok komiksiniz ya. Güzel yer bulmuşsunuz. Nasıl? Ja. Na, wer hat das denn nee, auf Deutsch. Also, wir wollten schon auf Deutsch. Wie jetzt? Ich dachte, du hättest das abgeklärt. Ist das jetzt hier auf Türkisch oder? Ja. Alman. Almanja. Wir sprechen auf Deutsch. Ich? Ein bisschen. Ah. Mein Gott, ich dachte, ihr hättet euch ein bisschen vorbereitet. Wir freuen uns, dass eine der schönsten, beliebtesten deutschen Fernsehmoderatorinnen hier im Café Spitzen Köln Zeit für uns gefunden hat. Herzlich willkommen, Susanne Eckes. Hallo. Ja, hallo auch von mir. Es ist gar nicht so einfach, eine kurze, präzise Beschreibung für all das zu finden, was Nasan Eckes alles macht. Wir haben uns trotzdem mal drei Versionen ausgedacht, Nasan. Okay. Und ja, du kannst ja dann einfach mal sehen, welche dir am liebsten ist. Also Variante 1 ist ein bisschen klischeebehaftet. Nasan Eckes, Fernsehmoderatorin mit Migrationshintergrund. Ja. Super, Applaus. Passt ja. Oder? Nee, eigentlich nicht. Also natürlich ist es aktuell im Gespräch. Ich habe es ja auch selber thematisiert, ja. Gebe ich ja zu. Aber das dann so vor ein, zwei Jahren absichtlich, aber genauso mit der gleichen Absicht habe ich 10 Jahre lang das eben nicht thematisiert, weil das weder hinderlich noch unterstützend sein sollte in meiner Laufbahn. Version 2 ist so ein Klassiker, Nasan Eckes, die RTL als Wegmacher. Trifft das zu? Nee, also eigentlich habe ich da auch immer darauf geachtet, dass ich meine Basis habe. Das ist schon seit Jahren Exclusive Weekend. Und dann gab es immer wieder kleine Ausflüchte, mal in den Showbereich. Zwischendurch bin ich VIP-Reporterin beim Boxen. Formel Exklusiv war so eine sehr autosportbelastete Geschichte. Aber so viel Abenteuerlust muss erlaubt sein. Der dritte Variante wäre dann schlicht und ergreifend für alle jungen Männer die geile Schnalle von RTL. Super, das stimmt natürlich. Ja, ja, das ist wahr. Aber nur aufs Aussehen reduziert werden ist auch nicht dein Ding. Nee, also sagen wir so, es schadet sicherlich nicht. Es ist ganz sicher ein Türöffner, aber sobald die Tür zu öffnen, das reicht sicherlich überhaupt nicht, sondern dahinter muss ja auch irgendwie noch ein bisschen was stecken. Und ich habe anfangs sogar immer sehr dagegen gearbeitet, also nicht eben in der Öffentlichkeit irgendwie als die kleine süße Schnalle, was hast du eben gesagt, wahrgenommen zu werden, sondern eben auch versuchen, mit meiner Arbeit zu überzeugen. Aber ich bin trotzdem nicht verfeindet mit meinem weiblich sein. Also das ist schon okay. Sollte man auch, ja. Aber du sprichst die Arbeit an, also du bist ja auch so ein richtiges RTL-Baby. Also du hast mit einem Praktikanten, glaube ich, angefangen. Mhm. Dann ging es über RTL Nord weiter als Wetterfee. Ja. Und dann irgendwann kam eine Ära, da fragen wir uns, die RTL 2 News, ja? Ja, ist was das, soll das? Nee, also ist das so dein Ding, eher so Fun- und Action-News anstatt Politik und Wirtschaft? Damals war es tatsächlich so. Ich war ja, ich habe angefangen mit 23, glaube ich, bei RTL und war dann relativ schnell. Vielen Dank. Vielen Dank. Relativ schnell war ich dann bei den RTL 2 News, habe es 4 Jahre gemacht. Und ich bin jemand, dem sein Arbeitsumfeld sehr wichtig ist. Das war ein extrem cooles Team. Es ist auch noch ein sehr extrem cooles Team bei den RTL 2 News. Die sitzen bei uns im selben Flur wie Explosiv bei RTL. Daher von den Themen sind die ja auch relativ weit auseinander. Ja, da gibt es schon noch feine. Nein, also das war für die damalige Zeit absolut okay. Ich habe das sehr gern gemacht, aber würde ich das heute noch machen? Ich glaube nicht. Heute wird es nicht mehr passen. Gibt es irgendein Format, wo du besonders stolz drauf bist oder irgendeins, was du total weit weg von dir wegschiebst und sagst, das bereue ich im Nachhinein? Wir denken da an so eine Doppelgänger-Show mit Mike Pilger. Knaller! Hey, ich durfte da singen. Wir durften die. Ja, das gibt es in unserer Sendung auch später. Vielleicht. Nee. Nein, stimmt. Also das war tatsächlich mein erster Showausflug. Und wenn ich mir das heute anschaue, ist das natürlich, denke ich mir, oh mein Gott, was hast du denn da gemacht? Aber das gehört halt alles dazu. Also man kann sich ja schlecht entwickeln, ohne verschiedene Dinge auszuprobieren. Es sind auch durchaus mehr Sachen dabei, wo ich denke, das hätte es immer besser lassen sollen. Aber
Es sind auch viele Sachen dabei, wo ich tatsächlich von Anfang an gesagt habe, das mache ich auf keinen Fall. Das kriegt die Außenwelt natürlich nicht mit. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen bin ich mir schon immer treu geblieben bei allem, was ich gemacht habe. Wir waren eben schon beim Thema Nachrichten. Ja. Alles jetzt mir? Ja, eigentlich, ich hatte Nasan Ekis schon ein Glas eingeschenkt, aber das möchte sie offensichtlich nicht. Ich nehme mal lieber das Frische. Genau. Wir haben eben gerade kurz das Thema Nachrichten schon angesprochen. Abgesehen davon, dass RTL dein Arbeitgeber ist, wer ist dir als Nachrichtenmann lieber? Peter Klöppel, Tom Buro, obwohl der fällt schon eh raus, Peter Klöppel oder Klaus Kleber? Boah, das ist jetzt natürlich eine echt fiese Frage, weil ich kenne Peter Klöppel natürlich auch persönlich sehr gut. Ich schätze ihn sehr, ich mag ihn sehr gerne. Er setzt sich viel für den Nachwuchs ein, deswegen bin ich da schon mal echt vorbelastet. Und ich glaube, er hat etwas Einzigartiges geschafft, weil er eben auch tatsächlich junge Leute anspricht. Also die Öffentlich-Rechtlichen, die ich auch immer regelmäßig gucke, die Nachrichten schaue ich mir eigentlich überall an. Ich bin so jemand, der immer gerne verschiedene Medien nutzt, auch Online-Zeitungen, Papierzeitungen, Fernsehen. Ich mag es nicht, nur eine Quelle zu nutzen. Aber Peter, muss natürlich jetzt zugeben, bin ich sehr vorbelastet. Und Peter Klöppel macht schon einen verdammt guten Job und erreicht eben auch junge Leute. Ich glaube, das ist bei ihm so das, was ihn einzigartig macht. Da hapert es bei den Öffentlich-Rechtlichen tatsächlich noch ein wenig. Das ist nicht bald. Aber die arbeiten dran. Ja. Ja, die machen es. Klaus Kleber finde ich auch toll. Ja, weil er so viele junge Leute hat. Aber vielleicht bin ich auch nicht mehr so. Ach doch. Ach, das passt schon. Zurück zu RTL, weg von den Öffentlich-Rechtlichen. Schauen Sie eigentlich den Dschungel? Und wenn ja, warum würde Nasan Ekis sich niemals mit Kakerlaken und irgendeinem Schleim übergießen? Also vor allem, weil Nasan Ekis Schiss vor alles hat, vor allem hat, was irgendwie kriecht und hüpft und springt und eklig aussieht. Und ich gucke mir natürlich hin und wieder den Dschungel an. Also ich bin sicherlich jemand, der das immer regelmäßig guckt. Und ich frage mich auch tatsächlich, warum machen das die Leute und hoffentlich passiert dir das nie. aber es hat schon einen gewissen Unterhaltungswert. Macht Nasan Ekis nicht den Dschungel vielleicht auch deshalb, weil sie mittlerweile A-Prominente ist? Boah, bin ich das? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist wahnsinnig schwer, sich selbst einzuschätzen. Es ist unglaublich schwer, selber zu sehen, wo steht man jetzt. Weil zum einen gibt es eben diese persönliche Sichtweise, die man hat und das, wo man sich gerne sehen würde, wo man denkt, Mensch, eigentlich bin ich doch so, warum sehen mich denn die anderen nicht so? Und dann gibt es aber eben das, was so wie die Leute einen seit 12 Jahren kennen. Und dann gibt es noch der Freundeskreis, der einen wieder anders sieht. Und das bringt einen sehr, sehr durcheinander. Also ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wo ich da draußen stehe. Aber ich versuche zumindest nichts zu machen, wo ich mich wirklich, wirklich unwohl fühle. Nichts zu machen auch, wo man vielleicht danach als B-Promi gilt. Könnte man ja auch. Das weiß man ja leider erst nachher. Ja. Man kann den Dschungel, das Nasan Ekis Dschungel schaut, kann man unter berufliche Aufgabe, glaube ich, abhaken. Richtig. Das ist meine Pflicht. Wir wollen RTL jetzt nicht weiter in die Scheiße reiten, nur... ihr dürft das, ich mach's okay. Ja, wenn man sich nachmittags das Programm von RTL anguckt, da kann es einem ja echt teilweise Angst und Bange werden, so geht es mir zumindest und ich glaube dem Martin auch. Schauen Sie wirklich lieber mitten im Leben als Zebraaffe und Co. oder was da... In der also Zebraaffen und Co. läuft oftmals, wenn ich in der Maske sitze. Und besonders erstaunt bin ich dann darüber, mit wie wenig Text die dann teilweise auskommen. Ja. Wirklich, das ist faszinierend. Also die lassen dann länger die Affen und die Löwen und die Zebra sprechen und so weiter. Und dann kommt mal wieder ein Satz, huch, da ist das Ei geschlüpft. Und dann kommt wieder 20 Minuten Reintext. Davor habe ich Respekt, das finde ich echt toll. Ja, wohingegen wir bei RTL etwas anders arbeiten. Ja, da gibt es Spaghetti auf den Bäuchen. Aber ich glaube, ich muss jetzt etwas sagen, was viele wahrscheinlich erstaunen wird. Also bei mir läuft sehr, sehr, sehr selten der Fernseher. Ich bin kein Mensch, der Fernseher. Wir haben wahnsinnig viele Geschichten gemacht, gerade RTL Exclusive Weekend. Ja, wir haben es auch schon gut, es ist warm hier. Wenn das auf den Karten steht, weißt du, ja, genau, wir nicht flexibel. Ich lese ab. Flexibel. Wir haben uns geduzt. Du hast ja schon wahnsinnig viele Sachen gemacht. RTL Exclusive Weekend, dann viele Samstagabendshows, lange Zeit Let's Dance zusammen mit Harpe Kerkeling und dem Komischen mit der Brille. Wann kommt denn die nächste Samstagabendshow und Eis-Di, wetten das? Ihr seid ja mutig, die Frage jetzt schon zu stellen. We'll be right back.
oder so. Oder so. Wer weiß. Aber wir dümpeln noch irgendwo im Internet rum. Wir haben noch einige harte Steine aus dem Weg zu machen. Ich glaube, da kommen noch ein paar RTL 2 News dazwischen. Na, guck. Ja, zurück zu dir. Also du hast sehr viel bei RTL gemacht, du hast ein Buch geschrieben, dann hast du, wir haben in der Recherche ein Interview gesehen, da warst du in einer politischen Debatte mit Thilo Sarrazin, hast ihm ordentlich Paroli geboten. Ja, was kann da noch kommen? Was stellst du dir noch vor? Wohin trägt es dich? Auch mal weg von RTL oder ist das so Heimat, dass das gar nicht mehr geht? Also wenn man 12 Jahre für einen Sender arbeitet, dann ist man natürlich sehr, sehr verwachsen mit den ganzen Systemen, mit den Strukturen, mit den Leuten, die da sind. Auch mit, ja, es hat durchaus Vorteile. Man weiß einfach, woran man ist. Man kennt die Leute, man weiß, wo man da jeden Morgen hingeht und muss nicht irgendwie Schiss haben, dass morgen vielleicht der Job weg ist oder so. Nee, also das stimmt schon. Ich bin schon sehr verwachsen mit RTL, absolutes RTL-Kind oder RTL-Baby, wie du es eben genannt hast. Aber ich denke schon, dass ich ein Mensch bin, der sich auch verändern will, der irgendwie wachsen will, der neue Sachen irgendwann mal ausprobieren möchte. Und ich habe tatsächlich keine langfristigen Pläne, weil ich immer dann, wenn ich irgendwelche Pläne gemacht habe, sie wieder umschmeißen musste in eine andere Richtung, was aber auch nicht immer verkehrt war. Und daher lasse ich das einfach mal auf mich zukommen. Aber ich denke, dass ich im Großen und Ganzen schon als Moderatorin weiterarbeiten möchte. Also jetzt sowas ganz anderes oder nur noch ein Buch schreiben oder so, ist glaube ich... Wir haben bei unseren Interviews immer eine Kategorie, die heißt die Eie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 
ich war nicht ganz nüchtern. Eigentlich hat kein Mensch erkannt. Ja, dann kannst du nachher verraten, als was du gegangen bist, oder ist das nicht? Boah, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ob ich die Karneval als Verkleidung noch brauche, aber nee, ich kein Mensch. Nee, die meisten haben gedacht, ich wäre ein Mann. Ach, nein. Ja, wirklich. Ich war, ja, dann tipp ich mal. Nee, ratet mal. Jetzt stelle ich euch auf. Bin ich gegangen? Ich verrate euch nur eins. Ich hatte eine schwarze Afro-Perücke auf. Ja, ich weiß nicht. Eigentlich kommt da immer beim so der nächste Ausschnitt, also noch der nächste Tipp hinterher. Okay, pass auf. Dann hatte ich noch so angemalte Riesenkoteletten. Elbe? Nein. Nee. Okay, der letzte Tipp. Ja. Eine Filmlegende. Gut, ich war Samuel L. Jackson. In Pulp Fiction. Ach so. Hätte das Team das jetzt gewusst? Ja. 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 Und das war echt super. Mhm. Was hat der Kölsche und der Türke gemeinsam? Gut, der Kölner trinkt Bier, die Türken trinken Tee, aber ja, ich glaube, die größte Gemeinsamkeit ist so dieses Gesellige und das Weltoffene. Also ich glaube, dass man in Köln eine sehr, sehr hohe Lebensqualität hat, weil es hier sehr vermischt ist, was die Kulturen betrifft und was so das Andersgesinnte betrifft. Ist dann diese offene Art des Kölners als prominenter Segen oder Fluch, wenn du unterwegs bist? Ach, ich glaube, das kann man sich selber aussuchen, wie man leben möchte. Also ich bin niemand, der rausgeht und sagt, hier bin ich, sondern ich habe da so meine 2, 3 Lokale, in die ich immer gehe und ich habe da so meine Freunde, mit denen ich mich treffe, und wenn ich halt einfach ganz normal unterwegs sein möchte, dann bin ich das auch. Es ist dann nicht so, dass die Leute einem hinterherrennen und sagen, ah, guck mal, da ist sie oder so. Das ist tatsächlich nicht so. Man kann sich das selber aussuchen, ob man einfach ganz normal leben möchte oder ob man ein sehr öffentliches Leben führen will. Und ich tue es nicht, also kann ich ganz cool meine Tomaten einkaufen gehen. So. Wenn du in die Kneipen gehst, was trinkst du lieber dann? Tee oder Kölsch? Weder noch. Ich bin eine reine Weintrinkerin. Rot oder weiß? Rot. Ja. Sehr gut. Rotwein. Ich hab's mit Bier oft versucht, aber das ist so. Eine Lieblingstraube, Frau Eckes? nee, auch mehrere. Okay. Ja. Okay. Wollen wir nicht weiter drauf eingehen, haben wir nämlich keine Ahnung von. Wenn wir schon mal eine RTL-Moderatorin an unserer Seite haben, dann kommen wir natürlich an einem Thema nicht drum herum. Da müssen wir ein bisschen auf Glamour-Magazin machen. Und deshalb hier so ein Quatsch an. Ja, hier los. Und switchen mal. Ab jetzt darfst du mich Kena Amor nennen. Okay. Nasan, deine Haare, wow. Ja, also das ist ja echt der Oberhammer. Du machst ja auch Werbung für irgendein Shampoo. Shampoo. Nicht irgend so. Das ist ein ganz besonderes Shampoo. Genau. Aber was sagst du denn so zu der Frise zum Beispiel von Martin? Wird er es damit überhaupt ins Fernsehen schaffen? Ich weiß nicht, ich habe die ganze Zeit Angst, dass er mich ersticht. Ja. Das ist, Also sagen wir so, man sieht, dass er sich heute Morgen Mühe gegeben hat, damit es so aussieht, als hätte er sich keine Mühe gegeben. Aber weißt du was, ich finde das immer noch besser als diese komische Sturmfrisur, die jetzt alle haben, wo dann alles so von der Seite quer übers Gesicht, so. Ja, das ist super, so der Justin Bieber-Style. Ja, genau. Also selbst Justin Bieber trägt die Frisur nicht mehr, aber alle anderen tragen sie noch. Wir haben uns ja auch überlegt, was könntest du noch mit deinen Haaren machen, und haben da ein bisschen rumgespielt. Oh, ich bin gespannt, ja. Da haben wir einmal das ist alles etwas improvisiert. Das hier ist Typ 1, ich sag mal Pumuckl im Garten. Kannst du dir das vorstellen? Oh, das Schlimme ist, so eine große Photoshop-Kunst. Ja. Das Schlimme ist, einen ähnlichen Haarstyle-Versuch gab es sogar bei mir. Ach. Nein. Och. Wann? Welche Sendung? Wofür? Ich weiß nicht, ob ich euch das verraten soll, weil dann könnt ihr euch das ja raussuchen aus dem Internet. Ach, also, da ist eh drin, das ist ja wurscht. Also ich bei der letzten Mami-Verleihung hatte ich so eine ähnliche Frisur. Das sah echt ganz schlimm aus, können wir das wieder wegtun? Ja klar, das sah so ähnlich aus wie du. Ja. Ja. Das kommt jetzt in Mode. Das kommt jetzt in Mode, ja. Typ Nummer 2 ist ein bisschen, ja, damit wirst du wahrscheinlich weniger männliche Fans dazu gewinnen, sondern vielleicht eher die Frauen, so die ganze Frauenfußball-Nationalmannschaft. Hier, die Kurzhaarfrisur. Das sieht gar nicht so schlecht aus, finde ich. Nein, siehst du, ich find's gut, ihr findet. Also, wäre aber schade um die ganzen. Ja. Nee, also und der Shampoo-Hersteller fände es, glaube ich, auch schlecht. Nee, ich glaube, so Haare abschneiden. Nee. Dann ist vielleicht Typ Nummer 3 was für dich. Das ist so ein Typ, ich halte überall meine Hupen in die Kamera, Stichwort Sonja Kraus. nee.
Also blond werde ich in diesem Leben, glaube ich, nicht. Nicht? Warum? Nee, passt nicht. Findest du, das passt so? Guck mal, wie ich aussehe. Nee, es sieht aus schon, es sieht eben, es du erinnert... Das gut, ne? Nein, es erinnert mich persönlich, jetzt lassen wir mal hier... Was, es erinnert mich tatsächlich zu sehr an die Frau von ProSieben und im Gegensatz zu der kann dich nichts entstellen. Ja. Merci den braven, braunen, langen Haaren und Nasern für das Gespräch. Danke. Vielen Dank. Gerne.